Boah, nice, Alter. Endlich mal wieder zu Hause, Alter. Erstmal an die Konsole, Alter. Richtig nice, Alter. Und, ah, oh, fuck, ich muss ja noch Video kommentieren für VP-Clan. Oh, hätte ich ja fast vergessen. Nice. Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem VP Clan Channel. Und Jungs, schaut mal bitte bei dem Gameplay-Spiel und bei mir natürlich vorbei, falls euch mein Kommentierstil und falls euch das Gameplay natürlich gefällt, schaut bitte bei uns vorbei. Würde uns auf jeden Fall übelst freuen. Und ja, ich denke, wir fangen mal direkt an mit der Real-Life-Story. Und zwar eines Tages hat mir auf jeden Fall Langeweile und ich und mein Freund sind natürlich erstmal so ganz gechillt rausgegangen und andere Freunde natürlich gerufen, wie es sein muss. Und Jungs, wir dachten uns wirklich nichts Böses und sind einfach mal losgegangen auf, so wie soll ich sagen, Firmendächer sozusagen. Und ohne gelogen jetzt, Jungs, wir waren da so zu 6 oder zu 7. Auf jeden Fall hat es richtig Spaß gemacht, parkourmäßig, so, ihr wisst auf jeden Fall. Und wir hatten auf jeden Fall ordentlich Spaß. Erster Tag war ganz gechillt und danach, nächster Tag, Jungs, sind wir wieder drauf gegangen, ne? Wir waren aber davor der Tag halt richtig, richtig laut da auf den Dächern. Übelst, so, wir sind so die ganze Zeit rumgelaufen. Man hat das locker von unten gehört. Und Jungs, danach sind wir halt nächsten Tag weiter da hingegangen. Und Jungs, genau, wo wir da waren, war einfach ein Auto davor. Und wir wussten erstmal nichts davon, ja? Und alles war ganz gechillt. Und genau, wo wir wieder weg wollten, kam auf einmal erstmal da so ein Mann mit seinem Handy, ne? Und hat uns aufgenommen und sagte noch zu uns: Anzeige läuft, ne? Ich so, keiner hat ihn wirklich erstmal gesehen. Ich so, scheiße, Jungs, alle weglaufen, ne? Ich hab so wirklich geschrien und ich war der Erste, der einfach mal umlaufen war, juckt mich nicht. Auf jeden Fall ganz gechillt, sind wir dann halt weggelaufen. Ohne Scheiß, Jungs, wir sind danach noch den nächsten Tag wieder da drauf gegangen. Aber wir waren halt dann nur zu dritt oder viert, bin mir nicht mehr sicher. Und wir sind halt vom Dach zu Dach gesprungen und halt, da war so locker 2 bis 3 Meter so entfernt. Also von einem Dach zu dem anderen. Und Jungs, ohne gelogen, jetzt war es locker, so 10 bis 15 Meter tief. Auf jeden Fall hatten wir wirklich Angst, kann man sozusagen. Und Jungs, das war auf jeden Fall übelst krass. Und danach sind wir halt so weiter dort gesprungen und so weiter. Alles noch ganz gechillt. Und danach, Jungs, müsst ihr euch das mal jetzt geben. Danach kamen wirklich sozusagen die Bullen, kann man wirklich so sagen. Und Jungs, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie schnell wir alle waren, Alter. Das war wirklich so ein Adrenalinkick. Wir sind auf jeden Fall übelst schnell weggelaufen. Zum Glück konnten die uns nicht erwischen, aber ich weiß nicht, ob er uns jetzt wirklich dort aufgenommen hat oder nicht. Also, wo der Mann gesagt hat, Anzeige ist raus oder sowas. Und ja, Jungs, auf jeden Fall, dann wusste ich nicht mehr, was wir machen sollten. Also sind wir wieder nach Hause sozusagen, zu mir natürlich nach Hause weggelaufen und dann auch noch ganz gediegen gezeugt. Natürlich hatte man Angst oder sowas, dass die Bullen jetzt hochkommen oder sowas. Auf jeden Fall hat mir übelste Schiss. Und Jungs, wenn euch die Real-Life-Story auf jeden Fall gefallen hat, lasst bitte mal in dem Video einen Daumen nach oben, da würde uns allen wirklich dem Clan motivieren. Und Jungs, bewerten, kommentieren, nicht vergessen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.